So, ich würde sagen, jetzt wollen wir unbedingt so ein bisschen Leistungsdruck aufbauen. Das ist natürlich mit einem Zwinkern gemeint, aber Frederik Wandrees kann mit Druck umgehen. Und wie, das hat er uns gezeigt. Letztes Wochenende in Aachen. Mit 3 Pferden dabei und wirklich richtig gute Runden und zwar mit allen 3 gedreht. Jetzt hat er Hot Hit dabei. Der hatte natürlich letzte Woche in Aachen frei. Ein Sohn des Blue Horse Hotline aus einer Diamond Hit Mutter gezogen. Und eins der vielen Pferde in Deutschland, die über den Louis d'Or Preis in den Grand Prix Sport gewachsen sind. Bleib schön oben, ja. Ja, jetzt hat er versucht, das während des Rückwärts zu korrigieren oder viel mehr aufzupassen, dass er nicht zu tief kommt. Das ist natürlich echt schwer. Ja, das ist schon sehr schön, ne? Sehr leichtfüßig, sehr ausdrucksvoll, sehr taktsicher. Schön, will weg vom Boden. Bisschen plötzlich, vielleicht der Übergang in die Piaffe, der nicht ganz oberoptimal taktmäßig gehalten, Piaffe aber schon sehr auf die Stelle platziert. Und kommt in eine ganz gute Passage. Man würde sich etwas mehr Öffnung noch teilweise wünschen in der Haltung, aber jetzt auch mal wieder überlegen, der ist auch erst 11, ne? Der ist natürlich auch kräfte- und balancemäßig noch nicht total ausgereift. So, schöner, klarer Viertakt. Kein Riesenablauf, aber wirklich alles auf einem guten Niveau. Ja, schade. Was hat er da? Fliege im Ohr. So, haben wir so gesehen. Freddy mal kurz gesagt, hey, was ist los? Irgendwas ärgert ihn ein Stück weit. Ah, da krabbelt er noch so ein bisschen drunter. So, ne? Das dauert noch einen kleinen Moment, bis er den Übergang tatsächlich rhythmisch ausbalanciert hat. Raus aus der Piaffe fällt ihm ein Stück weit leichter als rein. Aufpassen. Die ersten waren sehr schön und dann musste er so ein bisschen, glaube ich, die Konzentration wieder zu sich holen. Ist ihm aber super gelungen. Oh ja. Da ist Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. Schöner Wechsel, gut aktiv durchgesprungen. Präzise geritten, das hat er schon wirklich super gemanagt. War jetzt nicht super mutig von der Seitwärtsbewegung her. Sehr, sehr gut durchgesprungen, um jetzt ganz, ganz oben zu sein in der Notenskala. Hätte ich mir noch so ein bisschen lässigeres Vorwärts gewünscht.
echt aufpassen. Er neigt einfach dazu, dieser Schimmel im Garnaschenwinkel etwas eng zu werden. Der punktet einfach hier durch mega präzises Reiten und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Frederik Vandrees immer schon kurz vor Hotit weiß, was er vorhat, mal salopp formuliert. Und das ist natürlich, genau so muss es ja eigentlich sein. Oh, oh, oh. Ah, kennen Sie diesen Ausdruck, dass man das Gefühl haben muss in der Piaf-Passage, dass das Pferd vor einem die Treppe hochläuft? Ich glaube, das hatte Freddy gerade zu Beginn dieser Mittellinie. Ja, in der Piaffe ist das Feeling, von dem ich gerade gesprochen habe, sicher noch etwas ausbaufähig. Aber in der Passage hat der schon richtig tolle Momente da drin. Unheimlich, wer das Pferd ein bisschen beobachtet hat. Ich kenne ihn nun schon länger, eben durch diesen besagten Louis-Dor-Preis. Da muss ich sagen, der hat noch mal so eine Schippe draufgelegt. Aber das ist natürlich auch genau das Alter, in dem die sich in Richtung Grand Prix-Sport dann so richtig entwickeln. Ja, echt eine coole Runde. Hotit und Frederik Vandrees. Jetzt bin ich mal da vorne oben echt gespannt. Richter bei I 74,78, Richter bei H 75,32, Richter bei C 74,45, Richter bei M 72,93, Richter bei E 71,80, das sind 74,26. Da sehen wir es einmal schwarz auf weiß. Es ist die neue Führung mit 74,261%. Und ich glaube, wir haben alle gesehen, er war in der Anlehnung noch nicht immer optimal. Er war in der Piaffe noch nicht ganz optimal ausbalanciert. Soll heißen, da ist definitiv noch mehr Luft nach oben. Denn diese Art des Durchsprings, wie schön, dass wir es hier gerade noch mal in der Slow Motion sehen, wie das Hinterbein echt nach vorne durchfußt. Das ist natürlich schon einfach klasse. So, ein einziges Paar haben wir noch. Wir warten auf die letzte Reiterin, meine Damen und Herren. Ihre Startzeit ist noch nicht ganz angebrochen. Die Pferde werden hier ja punktgenau vorbereitet von ihren Reiterinnen und Reitern, weil es einen großen Unterschied macht und natürlich jeder Einzelne genau weiß, wann jetzt wirklich Zeit ist für die Prüfung. Deswegen werden die genauen Startzeiten genau eingehalten und das ist jetzt um 15.51 Uhr. Und wir kommen dann im Anschluss gleich zur Siegerehrung. Und ein Hinweis an alle Reiterinnen und Reiter, die morgen die Musikkühe reiten. Bitte geben Sie Ihre Musik noch rechtzeitig hier.